Die Teufelsprediger greifen zur E-Gitarre. Propaganda für den Antichristen, getarnt als Heavy Metal. Tod, Teufel und Gewalt, Perversion, Gotteslästerung und jede Menge Blut. Schon droht einigen Gruppen in Deutschland Auftrittsverbot. Sogar die Shows der ganz großen Stars zeigen, was wirklich dahinter steckt. Kein Stück Verherrlichung hemmungsloser Sexualität. Heimtückische Botschaften gepresst. Beat bis zur Besinnungslosigkeit, Ekstase bis zur Massenschlägerei. Rockmusik ist Teufelswerk, sagt deshalb Dr. Ottfried Windecker. Der Arzt und gläubige Christ verteidigt seine Meinung auf den Schiffgegner. Gegen Kai Hawaii, Sänger der Gruppe Extra Breit. Rockmusik ist eine der größten kulturellen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts. Gegen Ole Seelenmeier, erster Vorsitzender des Deutschen Rockmusikerverbandes. Wo wären wir ohne Hendrix und die Beatles? Gegen Lano alias Christian Anders, Sänger. Den Teufel gibt es nicht. Gegen Milan Petrozza, Sänger der Band Creator. Wer glaubt, dass Plattenfirmen schwarze Messen halten, ist selber abergläubisch. Gegen Tim Renner, Leitung Polydor Progressive. Man kann die Musik nicht für die Probleme unserer Gesellschaft verantwortlich machen. Gegen Sie alle tritt jetzt an Dr. Ottfried Windecker. Ja, hier ist er. Er ist Arzt, Buchautor und wie gesagt, gläubiger Christ. Herr Windecker, Applaus für ein Konzert für Sie hier. Herr Windecker, Sie sind 45, haben also Elvis miterlebt, voll die Ära Beatles und Stones mitgemacht. Haben Sie nie in Ihrem Leben Rockmusik gehört? Sehr selten habe ich Rockmusik gehört. Ich habe mich schon immer davon distanziert. Ich habe das bei meinen Schulkameraden damals mitbekommen. Ich habe das dann später mitbekommen, wenn man wo eingeladen war. Oder aber auch, vor allem habe ich das mitverfolgt bei der christlichen Rockmusik. So diese ganze Umwandlung in der christlichen Musik, die dann in den christlichen Rock überging. Aber auf der anderen Seite habe ich mich natürlich sehr intensiv mit der Rockmusik auseinandergesetzt, weil unsere Zeit sehr genau. Da kommen wir jetzt mal gleich zu. Bleiben wir vielleicht noch mal bei Ihrer persönlichen Geschichte. Also 6 Kinder haben Sie, nicht? Michael Jackson ist ein Superstar, Madonna auch, jeder will die Platten haben. Wie ist das mit Ihren Kindern? Für mich sind meine Kinder die Superstars. Ich brauche nicht Michael Jackson und die Madonna. Ja, aber Ihre Kinder vielleicht? Wissen Sie, unsere Kinder, wir als Eltern erziehen unsere Kinder und wir haben uns als Familie mit unseren Kindern natürlich dann auch, wenn sie älter geworden sind, gegen die Rockmusik entschieden. Wir hören bewusst keine Rockmusik zu Hause. Und auch jetzt die Teenager, die wir haben, die Mädchen, wollen bewusst diese Rockmusik nicht hören. Wollen die selbst? Ja. Gut, also ich muss zugeben, ich habe das schon mal gehört. Ich war mir dieser Gefahr nicht bewusst. Retten Sie mich, Herr Dr. Windecker. Sagen Sie mir, was ist das Schlimme an Rockmusik? Ja, zunächst muss ich vielleicht sagen, dass ich voll hinter der Aussage des heutigen Abends stehe, dann möchte ich sagen, dass ich als Christ weiß, dass es einen Teufel gibt, den Widersacher Gottes, dass ich weiß um die Zielsetzungen des Teufels, um die Auswirkungen. Die Zielsetzung des Teufels ist ganz schlicht auf einen Nenner gebracht oder eine der Zielsetzungen, dass sie den Menschen in seiner Persönlichkeit zerstört, dass sie den Menschen auch in seiner gottlosen, von Gott losgelösten Lebenshaltung bestärkt. Dann und wie kommt die Rockmusik da rein? Dann bin ich als Arzt oder setze ich mich als Arzt mit den Wirkungen und Auswirkungen der Rockmusik auf der psychischen und auch auf der körperlichen Ebene auseinander. Einer Musik, die rein sinnlicher Natur ist und die körperliche Ebene, die Triebe vor allem beim jungen Menschen anspricht. Und entsprechendes Verhalten ist da. Es wird propagiert, freie Liebe wird propagiert, Drogen. Es wird propagiert, dass man tun und lassen kann, was man will. Vor allem auch, dass junge Leute sich gegen jegliche Autorität, auch die Eltern vor allem auflehnen, dass sie die Eltern hassen. Ja. Gut, Herr Windecker, ich frage mal Herrn Anders, der ist ja inzwischen so ein bisschen geläutert oder was. Ich habe von Ihnen ein schönes Zitat gefunden, Herr Anders. Ja, ich war immer ein wilder, chaotischer Mensch. Die Leute haben das Gefühl, nur weil ich Schnulzen singe, wäre ich auch so. Und dann, das jetzt kommt es, und dann waren da diese Stimmen in mir, die von Zerstörung redeten, von absoluter Zerstörung manchmal. War das der Teufel? Nein, also wie ich schon gesagt habe, hier den Teufel gibt es nicht, aber die zweite Hälfte der
Bemerkung wurde nicht gezeigt, nämlich Dämonen, die mag es geben. Also wir lehren, es gibt Kräfte. Waren das denn dann Dämonen, die diese Zerstörung gefordert haben? Es gibt Kräfte, Worte haben okkulte Power. Aber ich hätte mal eine Frage an den Herrn, wie war nochmal der Name? Dr. Windecker ist das derjenige. Ich habe eine spezielle Frage. Die Christen lehren doch, dass Gott die alles erschaffen hat, nicht? Er hat doch alles erschaffen, ja? Und Gott ist doch perfekt und ist sozusagen also ohne Makel und ist der Creator von everything, hat alles geschaffen. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Wo kommt denn da der Teufel her, der so unvollkommen ist, wenn Gott so vollkommen ist? Ja, ich darf das vielleicht nur ganz kurz sagen. Ich denke, das wäre ein anderes Thema. Die Bibel zeigt sehr klar, dass der Teufel ursprünglich der höchste Engelsfürst war, mit Namen Luzifer, dass er sich gegen Gott aufgelehnt hat. Und ja, wenn er Gott sein wollte, ist, wo kommt der denn dann her? Verstehen Sie? Gut, also wie glaubt ihr, können Teufel die Bibel hier in Sachen Gott und Teufel nicht so aufbauen? Anders, bleiben wir doch mal ein bisschen bei der Rockmusik. Der Sohn vom lieben Gott, das ist Anders, bleiben wir mal bei der Rockmusik. Sie haben doch ein ziemlich wildes Leben geführt, ne? Endlose Sexaffären und so. Spielte da die Musik keine Rolle? Stimmt doch. Spielte da die Musik keine Rolle? Also der Mozart hat ja klassische Musik gespielt und er war auch kein Kostverächter. Grundsätzlich glaube ich, also den Teufel gibt es natürlich nicht, aber Worte haben gewisse Power. Und es gibt also hier jetzt Leute, die sind dafür und Leute dagegen. Ich bin auch nicht dagegen, ich bin auch nicht dafür. Ich sage nur, wie es ist. Wenn eine Botschaft, allerdings wenn ein junger, wankelmütiger Mensch, sagen wir mal, einen Song hört, ob das nun Rock ist oder von Mozart, das bleibt ja nicht gleich. Mhm. Wenn er einen Text hört, in dem ihm vorgeschlagen wird, mach doch mal dies und das, vielleicht was Schlechtes, sagen wir mal, bring deine Eltern um. Nicht? Sag mal, da ist also ein Song, da ist, bring deine Eltern dann um. Dann macht er das einfach? Ob das nun Rock ist oder nicht, ist eigentlich völlig unwichtig. Es könnte sein, dass ein wankelmütiger junger Mensch sich sagt, ich habe das gehört, nun mache ich das. Na gut, also fragen wir mal Sie. Also Sie haben einen ziemlich, na, ich weiß nicht, ob Sie ein schlimmer Finger sind, keine Ahnung. Aber ich meine, Sie haben so einen Titel, der heißt Extreme Aggression, ja, extreme Aggression. Also doch hat er Windecker recht, ne? Gewaltthema Nummer eins. Ja, irgendwo doch, aber wir sehen eigentlich die Gewalt so mehr als Ventil für, also die Gewalt in der Musik ist für uns eigentlich mehr so positiv, also die Aggression irgendwie abbauen durch die Musik. Wenn man, sagen wir mal, jetzt irgendwelche Leute kommen zu unserem Konzert, sind vorher vielleicht irgendwo aggressiv, kommen aus dem Konzert raus, haben vielleicht ein bisschen von dieser... Sind dann noch aggressiver dann? Absolut nicht. Herr Windecker, hier, das ist doch eine positive Folge. Gucken Sie mal, der baut Aggressionen ab. Vielleicht ohne Musik wäre er mit Baseballschläger unterwegs. Erstens ist die Frage, ob er Aggressionen abbaut. Wenn man jetzt solche Heavy-Metal-Festivals ansieht, dann werden hier in der Regel keine Aggressionen abgebaut bei den Einzelnen, sondern die bauen ihre Aggressionen dann ab, indem sie Menschen zertreten, indem sie Inventar zerschlagen. Herr Windecker, Sie machen die Musik für den Verfall der Gesellschaft verantwortlich. Und diese These ist absolut nein, Realität. Nein, nein, gehen wir mal weg von der Gewalt. Das stimmt nicht ganz. Ich mache nicht die Musik für den Zerfall der Gesellschaft verantwortlich, sondern ich mache die Rockmusik mitverantwortlich für den Zerfall der Gesellschaft. Na gut, das ist ein gradueller Unterschied. Was ist denn mit hemmungsloser Sexualität bei Ihnen? Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit der Musik an sich zu tun hat. Eigentlich nicht. Drogenmissbrauch? Viel. Drogenmissbrauch. Keine Ahnung, ob man das so pauschal sagen kann, dass jeder, der irgendwie Rockmusik hört oder Rockmusik macht, auch Drogen nimmt. Das ist das absolut sagt der Windecker, ein Klischee. Aber gerade diese Sexualitätsfrage, das kommt doch eigentlich von der Kirche, wo die Priester... Man kann das ja nicht pauschal sagen, mit den Drogen. Hatten. Aber die Schwelle bei Jugendlichen im Heranwachsen, die ja auf ihre Identitätssuche sind, die im Frust stehen, die vereinsamen, die ihre Ängste haben, da nehme ich die Schwelle, baue ich die Schwelle ab. Ich bringe durch diese Musik, gerade durch die Heavy Metal, die Hard Rock Musik, bringe ich nur die negativen Elemente in einem jungen Menschen zum Aufblühen und dann wird er nur seinen Trieben leben. Es ist an für sich erstaunlich, dass, wenn Herr Kracht nun diese Frage stellt, der Sexualität, freie Liebe in Armasse, dass hier großes Gelächter ist. Das ist eigentlich etwas, was in unserer Gesellschaft
mit zum Zerfall führt. Aber kann es sein, dass Sie selbst irgendwelche verborgenen Lüste vielleicht haben, die Sie den Teufel dann in die Schuhe schieben wollen? Das ist möglich. Der hat ja sechs das hat damit gar nichts zu tun. Ja. Also, er scheint so, wenn er ins gesunde Sexualleben zu haben. Herr Arbey, also bevor Sie dazu jetzt mal gleich Stellung nehmen, eine Frage wollte ich Ihnen eigentlich schon immer stellen. Ich verstehe es nicht. Der Name der Band, Extra Breit, was heißt das? Was soll das bedeuten? Ja, eigentlich kann sich jeder denken, was damit gemeint ist. Denn als wir angefangen haben, das kann ich auch ganz klar so sagen, dazu stehen wir auch, waren wir selten nüchtern. Das haben wir haben uns gerne mal vor einem Bier getrunken oder einen Joint geraucht. Dann sind wir reingegangen, haben richtig aufgedreht und sehr laut und schnell Musik gemacht. Es ist inzwischen so, dass ich sagen muss, dass ich nicht glaube, dass Drogen wirklich wichtig oder notwendig sind, um Musik machen zu können, um Rockmusik zu machen. Aber ich glaube, dass es für junge Leute speziell natürlich auch eine Erfahrung ist, die sie mal gemacht haben wollen, auch mit Drogen zu experimentieren. Ich finde nicht, dass es was Schlimmes ist. Ich würde niemandem empfehlen, harte Drogen zu nehmen. Da muss ich aber sehr widersprechen. Es ist ja gerade so, dass die leichte Droge Marihuana, dass dies den Einstieg gibt für eine Drogensucht, für eine Abhängigkeit. Und Sie wissen selbst, dass heute die Zahl der Drogenabhängigen erheblich zunimmt, bei einem Einstiegsalter zwischen 14 und 16 Jahren. Da ist er mit dran schuld mit seiner Musik. Herr Windecker, da ist er mit schuld mit seiner Musik. Da trägt er mit einen Teil der Verantwortung, dass junge Leute, die er durch, oder die Gruppe durch ihre Musik anspricht, dass ihnen diese Schwelle, dass die Schwelle zerbrochen wird, dass sie dann zu Drogen greifen. Ich behaupte, alles, was Sie sagen, richtet sich genau gegen das, was Sie eigentlich postulieren, nämlich dass Jugendliche in der Lage sind, die Möglichkeit haben, ihre Identität zu finden. Und dazu gehört Auflehnung und auch Provokation, denn es ist nicht gut. So wie Hurra, Hurra, die Schule brennt. Zum Beispiel. Denn dazu gehört nicht einfach nicht kritiklos die Werte von einer Elterngeneration zu übernehmen, sondern das ständig neu zu prüfen. Das heißt also irgendwie, dass jede Generation, finde ich, selbst entscheiden muss, wie sie leben will und wie sie die Welt gestalten will. Denn sonst gäbe es keinen Fortschritt, es wäre kein gesellschaftlicher Motor mehr da. Und Rockmusik ist dafür sehr wichtig. Die Frage ist aber, mit welchen Mitteln ich das bezwecken will. Und durch die Rockmusik bringe ich keine positiven Elemente in das Denken von jungen Menschen hinein, sondern nur negative Elemente. Oh, das finde ich schon. Dafür gibt es auch genug historische Beispiele. Zum Beispiel Ihre Zeile, Annemarie, bitte fick mit mir. Ja, nun, das ist natürlich, das ist Ausdruck eines individuellen Bedürfnisses und das finde ich auch völlig korrekt. Also ich habe da nichts gegen. Herr Windecker, was ist das? Das ist Pornografie, ist es nicht. Nein. Also das ist eine Ebene. Ja, das ist eine Ebene, die im Grunde pervers ist. Was ist pervers? Was ist pervers, Herr Windecker? Was ist pervers? Dass er sowas sagt? Ich hab's nicht ganz verstanden. Was ist pervers, dass er sowas sagt? Ich möchte nicht pervers wissen. Ja, pervers ist, dass man solche Äußerungen jungen Leuten gegenüber macht, dass man sie dadurch beeinflusst in ihrem Heranwachsen. Ja, also erstmal. Also die Sprache existiert. Der wird nur Sprache aufnehmen. Eben, die Leute sind ja nicht unmündig. Und es ist ja auch nicht so, als ich diese. Doch, die Heranwachsenden, die Teenies, sind noch unmündig. Ja, nur als ich das geschrieben habe, war ich das wahrscheinlich auch. Das ist eine Weile her. Also sowas sagen Sie jetzt nicht mehr. Es ist ein Quatsch. Nein, es ist ein Ausdruck. Es ist einfach ein Ausdruck irgendwie von der Suche nach individueller Freiheit, nach Ausprobieren, nach Sachen ausdrücken, die auch angeblich verbringen. Ich möchte nicht wissen, für wie viele verkorkste Seelen Leute wie Sie verantwortlich sind. Und jetzt, auch ihre Kinder beneide ich nicht. Jetzt passen Sie auf. Die Rockmusik als solche wirkt ja manipulativ auf den jungen Menschen, indem der Verstand umgangen wird, indem die Rockmusik durch den Rhythmus und verschiedene Techniken, eingesetzt werden, direkt in das Unterbewusstsein des jungen Menschen wird hier eine Saat eingegeben, die dann eine entsprechende Wirkung hat. Und es ist erwiesen, dass Dinge, die auch nicht bewusst aufgenommen worden sind, durch das Verhalten sehr prägen von jungen Leuten und auch von älteren Leuten. Das ist ja dann sowas wie dieses Satanswerk. Herr Renner, da müssen Sie mir jetzt was zu sagen. Also Sie sind ja schon, obwohl Sie noch relativ jung sind, ziemlich lange dabei. Ich meine, wir sind jetzt unter uns. Sie können jetzt mal wirklich die Wahrheit sagen. So die Endabmischung der fertigen Platten, ne? Wird die so in einer schwarzen Messe gesegnet, bevor sie dann rausgeht, um den Erfolg zu haben? Weiß Gott nicht. Also ich wäre dankbar, wenn ich irgend so ein Mittel hätte. Ich habe es leider nicht. Und auch Beten im christlichen Sinne hilft mir da wenig weiter, obwohl ich sogar der Sohn eines Bibelverlegers bin. Ich glaube, das Problem, was Sie mehr oder weniger haben, besteht einfach das Grundproblem. Steht darin, ich kenne mich im Christentum, wie gesagt, dank meiner Herkunft ein bisschen aus, dass die Kirche, unsere westliche Kirche, ganz erheblich gestört das Verhältnis zum Körper hat.
Die schwarze Kultur, die afrikanische Kultur, hat dies nicht. Und das ist ein Riesenvorteil. Und es ist ein Vorteil, den unsere Musik, unsere Rockmusik mit sich bringt, dass eben plötzlich ein gestörtes Körperverhältnis entkrampft wird. Und da liegt Ihr Problem. Und wenn Sie ein Problem mit Ihrer Sexualität haben, guter Mann, dann hören Sie doch Rockmusik. Wenn ich dem nachgehe, dann sind Sie also der Ansicht, dass diese heidnischen, okkulten, magischen Rituale, die genau diese Körpererfahrung provozieren, bis hin zur Besessenheitsextase, dass dies sehr nützlich ist und vor allem für den jungen Menschen ein sinnvolles Unterfangen ist. Herr Windegger, ich argumentiere nicht von einer christlichen Kirche her, wenn argumentiere ich vom Wort Gottes der Bibel her. Und hier ist überhaupt keine Negierung des Körpers vorhanden. Aber der Mensch ist eben... der Sündenfall beginnt mit einer körperlichen Akt, der bissen in den Apfel. Der Mensch ist eben nicht nur Körper und Geist, sondern oder Seele. Der Mensch ist mehr. Und alle Methoden, die darauf abzielen, den Verstand des Menschen zu umgehen, ist eine Infiltration, ist eine Manipulation. Der Körper ist ein Teil des Verstandes. Und Sie kennen die Werbepsychologie, die das bestätigt. Es ist ein Komplex und ich finde es sehr gefährlich, wenn Sie von heidnischen Kulturen reden, die Art und Weise, wie Sie dies tun. Wir leben in einer Zeit, wo wir gelernt haben sollten, fremde Kulturen zu akzeptieren. Und wir leben in einer Zeit, wo dank Medien sich einfach Kulturen schnell austauschen können. Herr Renner, Sie müssen doch selbst zugeben, dass also so viel Rock, der irgendwas mit Satan oder Okkultismus zu tun hat, so viel wie heute, ist davon noch nie verkauft worden. Woran liegt das denn? Also erstmal ist diese Beobachtung nicht ganz richtig. Nicht ganz richtig, naja. Also der Hardrock-Markt macht in unserem Markt ungefähr 9% aus. Das ist nicht gerade ein berauschend großer Anteil. Und dazu kommt auch noch, dass die wenigsten Hardrock-Bands wirklich diesen Satan-Kult betreiben. Das ist auch, hier werden ein paar Beispiele rausgepickt. Und daran wird versucht, einen gesamten Komplex Rock-Pop zu definieren. Das ist natürlich furchtbar falsch. Dazu kommt auch noch, was Kaya Weiß schon völlig richtig gesagt hat, die Entwicklungspsychologie ist 150 Jahre oder älter. Sie ist offensichtlich an Herrn Windegger vorbeigegangen. Aber es gehört einfach dazu, dass sich ein junger Mensch abgrenzt, dass er provoziert. Bei vielen dieser Satanskult-Bands gehört der Satankult zur Provokation. Hm. Herr Windegger, wie provozieren denn Ihre Kinder? Wie meine Kinder provozieren? Ja, oder machen die das nicht nötig? Er sagt, jeder Jugendliche, jedes Kind muss sich irgendwie mal provozieren können. Ja, indem man anderer Meinung ist, wie die Eltern beispielsweise. Und was passiert denn? Und dann wird diskutiert. Aber es ist doch ein Unterschied, ja, würden Sie das gestatten? Was gestatten? Frage, wenn Ihre Kinder auf die Idee kämen, sich Rockmusik zu kaufen oder anzuhören? Auf die Idee kommen sie nicht. Dann sind Sie, haben Sie wahrscheinlich eine Gehirnwäsche. Es ist doch eine Frage. Sie können doch nicht davon ausgehen, auch Herr Renner, wenn diese Kultur, und es ist eine Subkultur, es ist keine Kultur, wenn diese Subkultur jetzt hier auf dem Gebiet der Gotteslästerung, der Blasphemie und des Satanismus, und es liegen genug Texte von Rockinterpreten da und es liegen genug Covers da in ihren Bildern, in ihren Aussagen, dann finde ich das eigentlich von Ihnen allen sehr mutig, heute Abend hier zu sein und das Gegenteil beweisen zu wollen. Herr Seelmeier, also Sie sagen, wo wären wir ohne Hendrix, unter anderem ohne Hendrix? Ich habe hier ein Zitat von Jimi Hendrix gefunden. Hendrix hier. Hendrix sagt, durch die Musik können wir in das Unterbewusstsein hineinlegen, was wir wollen. Hat er recht. Stimmt, ja. Noch eins. Jim Morrison, wir sind Politiker und Erotiker. Was uns interessiert, ist der Umsturz und das Chaos. Ja, das ist Kunst, Kultur? Nein, das ist ein Spruch. Also ich glaube ihm das nicht, wenn er das so sagt. Ich glaube auch, dass Sie einen großen Fehler machen. Augenblick mal. Ich glaube auch, dass Sie einen großen Fehler machen. Sie hören zu wenig Rockmusik, und zwar viel zu wenig. Und weil Sie so wenig Rockmusik hören, wissen Sie nicht, dass das Spektrum der Rockmusik viel größer ist. Sie picken sich ganz bestimmte Bands raus, machen dann ihre Expertise und übersehen dann die ganzen anderen Bands wie Beatles und Bob Dylan und John Bates. Wenn ich die Softrock-Musik einsehe, einfügen. Ich bin gleich wieder still. Ja. Wenn ich die Softrock-Musik einsehe, den Kuschelrock, was lesen Sie? Liebe, Lust und Leidenschaft. Es ist genau die gleiche Ebene. Aber jetzt noch, ich bin noch nicht fertig. Und hören Sie mir bitte auch zu. Also, ich bin auch bekennender Christ. Und ich nehme meinen Glauben auch sehr ernst. Trotzdem betreue ich im Augenblick 5000 Rockgruppen in Deutschland. Und bin der Meinung, das, was Sie hier sagen, ist so extrem einseitig und so extrem auch in der Gesamtheit falsch,
dass wir das hier unbedingt berichtigen müssen. Ich habe mir mal überlegt, ich glaube, dass Sie überhaupt in den letzten 30 Jahren an dieser gesellschaftlichen Entwicklung, auch in der kulturellen Entwicklung, gar nicht teilgenommen haben. Ist das vielleicht der Grund? Nein, das ist ein völliger Trugschluss. Ich kann das ganz wirklich auch umkehren. Wenn jemand dauernd Rockmusik hört, ist er letztendlich so manipuliert, dass er nur noch das hören kann. Und was hören Sie heute? Nur noch Rockmusik, obwohl, egal wohin Sie gehen. Sehen Sie sich? Es ist erwiesen, dieser Rhythmus, was die Rockmusik kennzeichnet, hat eine Frequenz in einem Frequenzbereich, der in bestimmte Hirnströme, nämlich die Theta-Wellen, im Gehirn überlagert und provoziert. Und das hat seine manipulative Einwirkung. Sachlich falsch. Bitte, ganz im Moment, von rechts runter, bitte. Sie zuerst, dann Sie, Herr Renner. Was ist Ihr, können Sie mir mal genau definieren, was Ihr Ziel ist? Die Rockmusik zu verbieten, vielleicht? Das ist jetzt Schluss der Sendung jetzt schon Das kann ich nicht verbieten. Ich kann nur versuchen, die medizinischen Belange aufzuzeigen, wie Rockmusik jetzt ohne Inhalt. Ja, Inhalte haben ja eigene Problematik. Aber da ist die Schiene der Rockmusik, ja, um das so zu definieren einmal, die Schiene der Rockmusik kommt aus der Hölle und geht in die Hölle. Welche Züge Sie nun auf diese Schiene setzen, ob Sie das Hardrock oder Softrock oder Gospel Train oder christliche Rockmusik nennen. Können wir jetzt einfach mal in der normalen Realität bleiben und nicht diese Hirngespinste von der Hölle die ganze Zeit erzählen? Herr Windegger, ich hätte eine sehr gute Idee. Ich habe eine gute Idee. Jetzt passen Sie mal auf. Jetzt kriege ich Sie aber auch. Jetzt passen Sie mal auf. Es gibt den sogenannten White Metal. Das sind christliche Texte mit einem richtigen starken Heavy-Metal-Sound. Ja. Was sagen Sie denn dazu? Und die christlichen Texte versteht man nicht und diese christlichen Texte sind sehr zerrissen. Es geht um die Musik, es geht um die Rockmusik. Es ist erwiesen. Ich halte nichts von Heavy Metal. Ich bin gegen White Metal. Das ist genauso schlimm, Rockmusik. Ob ich das Black Metal oder White Metal nenne. Die Musik ist die gleiche. Den Inhalt habe ich etwas verändert. Ja? Herr Dr. Windegger, sagen Sie mir noch eins. Also Rock gegen Rechts, Rock gegen Atomkraft, Musiker, Rockmusiker, die mobilisieren immer 10.000. Sind das alles Satansjünger oder was? Nein, das hat jetzt mit Satansjünger nichts zu tun, sondern auch wenn man hier jetzt im psychologisch-medizinischen Bereich von Besessenheitsextase spricht, bei solchen Festivals beispielsweise, dann sind diese Leute nicht vom Teufel besessen, aber sie sind inzwischen so besessen von dieser Musik, die ihre Persönlichkeit ausfüllt und ihre Persönlichkeit zerstört hat, dass sie nicht mehr fähig sind, objektiv etwas zu denken. Wenn Sie jahrelang eine bestimmte Musik gehört haben, dann werden Sie auch nach Jahren diese Musik für gut finden, auch wenn sie schlecht ist. Und im christlichen Bereich, das darf ich vielleicht noch sagen, ist es leider so, dass Menschen aus der Rockszene zu einem lebendigen Glauben gekommen sind an Jesus Christus, radikal Schluss gemacht haben mit der Rockmusik. Gut. Und dass sie dann wieder auf dem Wege der christlichen Rockmusik in die Rockszene hineingekommen sind. Also die Geheimverführer, so einen Geheimverführer lernen wir gleich mal kennen, meine Damen und Herren. Vorher aber möchte ich noch mal Sie um Ihre Meinung bitten. Ist das tatsächlich so, wie der Herr Dr. Windegger sagt, dass man nicht davon mehr loskommt? Man muss langsam sprechen. Also, rufen Sie uns an und stimmen Sie mit ab. Können Sie sich ein Leben ohne Rockmusik vorstellen? Wenn ja, dann wählen Sie bitte die Telefonnummer 01370041. Wenn Sie das nicht können, wählen Sie bitte 01370042. Das Ergebnis, wie immer, automatisch an uns übermittelt und Sie erfahren es in wenigen Minuten, wenn Sie dranbleiben. Bis gleich. Verführer, die christliche Rockmusik machen. Also ein tiefgläubiger Christ. Was ist das, christliche Rockmusik? Tja, was ist das? Grundsätzlich kann man sagen, christliche Rockmusik gibt es eigentlich nicht. Es gibt Rockmusik und es gibt Menschen, die damit vielleicht christliche Inhalte vermitteln. Das ist das, was man dazu vielleicht sagen kann. Also die Texte handeln von Glauben. Die Texte handeln meistens dann von irgendwelchen christlichen Inhalten, von irgendwelchen Glaubensdingen, was aber nicht unbedingt darauf beschränkt ist. Zumindest nicht in der Band, wo ich spiele. Also der Herr Dr. Windegger sagt ja, Text ist gar nicht so wild, es geht eigentlich um die Musik als solche. Da müssen Sie ja eigentlich, Satans fünfte Kolonne hier auf Erden, haben Sie keine Angst um Ihr Seelenheil? Ja, muss ich eben mit Erschrecken feststellen, dass er das so tut, dass er die Musik völlig von den Inhalten trennt. Das kann ich eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen. Also wenn Sie nicht gerade Ihr Statement auf Instrumentalmusik begrenzen, dann ist es immer so, dass mit der Musik Inhalte übermittelt werden.
Sie behaupten nun, es werden auch sehr viele unbewusste Inhalte übermittelt. Ich will aber jetzt mal auf die Inhalte eingehen, bewusst übermittelt werden, wo auch nicht, wie Sie sagen, Texte gesungen werden, die nicht verstanden werden, sondern auch Texte, die verstanden werden. Und Texte, die sehr wohl positive, auch in Ihrem Sinne, Inhalte haben. Zum Beispiel? Ja, da er sich als, selber als gläubigen Christ bezeichnet, denke ich, wenn es um Glaubensfragen geht. Können Sie mal eine Textzeile sagen, sowas aus einem Ihrer Stück? Ja, ein Stück zum Beispiel, da geht es darum, um die Größe Gottes, von der Sie ja auch schon sprachen oder wo eben schon die Rede von war. Da heißt es in der Zeile, Gott, wir können dich nicht erfassen. Du bist viel größer, als wir uns denken können, ungefähr. Das hat jetzt aber auch nicht unbedingt nur mit diesen Zeilen zu tun. Ich würde einfach mal von Ihnen wissen, Sie haben die Frage eben gekonnt umgangen, was halten Sie davon? Wie wollen Sie das rechtfertigen? Wollen Sie mir sagen, das, was ich mache, wo ich sehr von überzeugt bin, wo ich auch mit gutem Gewissen auf die Bühne gehen kann oder ins Studio, das ist vom Teufel besessen? Herr Dr. Windecker, Christoph Abel. Ja, ich denke, ganz wichtig wird für Sie sein, dass es um Ihr persönliches Verhältnis zu Jesus Christus geht, inwieweit Sie wirklich seinem Wort gehorsam sind. Gott hat in seinem Wort ganz klare Vorstellungen über seine Musik gemacht, wie die zu funktionieren hat, nämlich dass zuerst der Text da ist, der getragen wird von der Melodie und dann auch etwas vom Rhythmus. Und diese Art also der Musik, Rhythmus. Ja natürlich, wir leben, es gibt ja auch verschiedene Rhythmen, aber der Rock... Wie ist denn der göttliche Beat, der nicht gefährlich ist? Es gibt keinen göttlichen Beat, es gibt keine göttliche Rockmusik. Wir haben ja auch eine abendländische Kultur mit europäischer Musik, die überhaupt nichts mit Rockmusik zu tun hat. Das ist ein bestimmter Rhythmus. Letztendlich, das liegt ja in der Musik begründet. Aber ich möchte Ihnen noch sagen, es wird immer so getan, als seien Töne neutral. Und dann ist es egal, wie ich die verbinde. Ich möchte Ihnen sagen, auch Buchstaben sind neutral. Und Sie können mit Buchstaben ein gotteslästerliches Buch schreiben. Sie können Horrorbücher schreiben, dass einem das kalte Grauen über die Schultern läuft. Sie können wirklich alles hineinlegen in Buchstaben. Es kommt darauf an, wie setze ich das zusammen, wie verpacke ich das. Und so ist es auch mit den Tönen. Ich kann mit Buchstaben das Wort Gottes schreiben. Ich kann sehr liebe Dinge schreiben, aber mit den Tönen ist es genauso. Und diese Zusammensetzung der Töne mit der Verpackung in Form der Rockmusik ist ein Kunstgriff des Teufels, auch die Gemeinde Jesu Christi zu zerstören, zu infiltrieren und dort sein Programm loszuwerden. Herr Windecker, ich finde es... Ganz kleinen Moment, lassen Sie ganz kurz darauf antworten, dann kommen Sie dran. Ich finde es fast schon beängstigend, wie pauschal Sie mit diesem Thema umgehen, wie pauschal Sie auch einzelne Menschen damit aburteilen, mich zum Beispiel. Sie kennen weder mich, noch kennen Sie das, anscheinend das Umfeld, in dem diese Musik gemacht wird und die Leute, von denen sie gehört wird. Nur von der Musik. Ja, ist ganz egal. Ich muss Ihnen dazu einen Vorwurf machen, und zwar will ich den schwarzen Peter gerne mal an Sie zurückgeben. Ich finde es relativ verantwortungslos, wie Sie mit dem Thema umgehen, vor allen Dingen auch mit der Musik, weil ich nämlich glaube und auch schon persönlich die Erfahrung gemacht habe. Ich möchte hier wirklich klarstellen, dass es nicht um Musik geht, sondern um den Bereich der Rockmusik. Und das ist eine Subkultur. Tut mir leid, ich habe kein Wort verstanden. Das hat mit dem Verständnis einer europäischen Musik nichts zu tun. Bitte ganz kurz, ganz kurz bitte. Ich muss dazu sagen, ich habe viele Menschen kennengelernt und auch viele Kollegen von mir, die schon länger in dieser Szene tätig sind. Die haben Menschen kennengelernt, die durch Sie einfach gelitten haben, durch Äußerungen, die von Ihnen kommen, durch Leute, die einfach pauschal sagen, das ist verboten, das ist schlecht, das ist vom Teufel. Das sind vor allen Dingen junge Menschen, diese Unmündigen, wovon Sie eben auch sprachen, die Sie schützen wollen, die hinterher dastehen und überhaupt nicht mehr wissen, was wollen sie tun. Ihr Innerstes sagt Ihnen, ich höre Musik gerne, ich höre auch diese Art von Musik gerne und gerade auch christliche Rockmusik gerne. Und dann kommen Sie und sagen, das ist verboten. Und solche warum, Leute und warum, leiden darunter und werden warum kann. Hören diese jungen Leute christliche Rockmusik gerne? Weil da eben die christlichen Rockbands sind, die ihnen diese christliche Rockmusik verkaufen wollen. Das ist ja ein ganz toller Dreh gewesen in der Geschichte der Rockmusik, nachdem man so alle Sparten abgedeckt hat. Hat man natürlich auch den großen Bereich der christlichen Jugend gut gefunden und dort die Herr christliche Windecker, Rockmusik wir gehen jetzt nochmal zurück zur normalen Rockmusik. Herr Anders, bitte ganz kurz und dann Herr Renner, bitte. Ja. Ich habe nur eine kurze Frage an Herrn Dr. Windecker. Sie reden immer davon, wie viel Unheil die Rockmusik anrichtet. Haben Sie sich schon mal überlegt, wie viel Unheil Ihre Religion angerichtet hat im Laufe der Jahre? Ich habe keine Religion.
Das, was die Bibel aussagt, hat mit Religion nichts zu tun. Sie dürfen nicht, dass die Bibel und den christlichen Glauben mit der Kirche verwechseln. Stellen Sie bitte die Maschine mal einen Augenblick. Und dann will ich Ihnen gleich mal was sagen. Sie können das nicht mit der Kirche verwechseln. Ich sitze hier nicht für die Kirche. Ja, aber wer hat denn die vielen Millionen Menschen verbrannt, nicht wahr? Das waren doch nicht der Teufel, das war doch Ihre Religion. Das hat mit Ihrer Religion nichts zu tun. Und außerdem muss ich Ihnen sagen, es gibt nicht nur Teufelsmusik, es gibt auch meine neue CD. Also wir reden hier die ganze Zeit über Musik und da denke ich, wir sollten auch mal in etwas reinschauen oder reinhören. Wir würden jetzt gerne mal zeigen einen kurzen Ausschnitt aus dem Video von Creator, wo dieser Herr singt. Bitte. Meet me in the astral world. I'm waiting there for you. Welcome to reality. Only dreams come true. Life is an illusion. Don't you understand? There is no beginning, and there is no end. Tja, die Ähnlichkeit ist zwar frappierend, aber Creator war das nicht. Also, das war ein Ausschnitt aus dem neuen Stück von Herrn Anders. Nanu, dürften Ihre Kinder sowas hören? Nein. Auch nicht. Das steht gar nicht zur Diskussion. Warum nicht? Was hat Ihnen da nicht gefallen, Herr Doktor? Was hat Ihnen an diesem wunderschönen Lied nicht gefallen? Sagen Sie mir mal. Das war mir alles ein bisschen zu schrill. Zu schrill? Das war ein bisschen schrill, ja. Was war denn daran schrill? Aber die ganze Musik war schrill. Erklären Sie uns das doch mal. Was war denn daran schrill? Was war daran schlimm oder schrill? Das war doch ganz normale Gitarre und ein paar Tabla und... Nein. Es waren keine christlichen Instrumente. Aber warum stellen Sie Ihren Kindern nicht frei, ob sie selbst darüber entscheiden können, ob sie die Musik von Christian Anders jetzt hören wollen können oder nicht? Nein, es ist. Warum? Es ist bis zu einem bestimmten Alter ist ganz klar gesagt, wir machen das nicht. Es wird argumentiert. Und wenn Sie 15, 16 sind, haben Sie sich bereits entschieden aufgrund dessen, was Ihre Eltern Ihnen gesagt was sie, haben. Was Ihnen sie gelernt haben. Haben und was Sie was würden Sie machen, wenn Sie, wenn Sie, dass sie diese Musik wenn Sie jetzt hören. Ihren Kindern verbieten würden, die Musik von Christian Anders oder wem auch immer zu hören, und die würden Sie trotzdem heimlich hören, was würden Sie dann mit Ihren Kindern machen? Also Sie würden es nicht heimlich hören. Wir haben so eine gute Beziehung zueinander, so eine offene Beziehung. Das ist völlig absurd, so etwas zu denken. Was haben Sie eine so gute Beziehung, dass es nicht möglich ist? Zu den Kindern. Zu den Kindern, wir als Eltern haben so eine offene, gute Beziehung zu den Kindern, also dass unsere Kinder nicht etwas heimlich machen. Also ich möchte das mal ganz kurz zusammenfassen. Also bis Ihre Kinder, darf ich mal ganz kurz in Ruhe bitten, bis Ihre Kinder 15, 16 sind, sagen Sie ihnen, was sie hören sollen. Aber Sie haben dennoch eine so gute, offene Beziehung, dass Sie das dann nicht mehr tun, danach, oder wie? Ja, Sie müssen sehen, dass Kinder dem Alter mit 16 dann auch so weit geschult sind und so weit kritisch geworden ist, dass sie dann auch die Argumente zumindest teilweise nachvollziehen und zum anderen eben sehen, auch bei anderen Jugendlichen, die in dieser Musik stehen, die zum Teil mit ihrem Walkman abends ins Bett gehen, die Fahrrad fahren, die Auto fahren, die in der Schule ihre Walkmans aufhaben, die ohne die Rockmusik nicht mehr leben können. Haben Sie auch schon mal Positives in der Rockmusik zu sehen? Man kann das sicher versuchen, aber ich finde nichts. Haben Sie, Herr Seelenmeier, gut, machen Sie es jetzt. Darf ich vielleicht eine Gegenfrage stellen? Was sehen Sie denn Positives in Ihrer Rockmusik, die Sie nun Jugendlichen anpreisen? Es gibt auf der Welt einige Millionen Leute, die Spaß an Rockmusik haben. Und genau da möchte ich mal ein. Das ist die Frage, ob Sie wirklich Spaß haben. Ich glaube, die haben wirklich Spaß. Sie machen ja das auch. Und ich hoffe, dass wir das Creator-Video jetzt mal kurz sehen können. Denn dann wollen wir mal sehen, was das Positive ist an Ihrer Musik. Ja, also ein kurzer Ausschnitt aus Creator. Bitte schön. Tja, Herr Dr. Windecker. Herr Dr. Windecker,
Also bis auf den Applaus ist ja alles relativ normal. Alle sitzen noch, es ist ja nichts zerschlagen worden und Sie haben keinen Schaum vor dem Mund. Gibt es irgendwelche Tricks, sich diesen satanischen Mächten zu entziehen, dass Sie so ruhig bleiben? Nee, man kann ja diese Musik auch kritisch sich anhören. Warum nicht? Aber ich denke, das ist Herr Perazzo. Ich denke, dass diese... Perazzo? Hören Sie schon schlecht, weil Sie so laut die Musik spielen? Sie haben meinen Namen irgendwie falsch ausgesprochen. Ja. Perazzo weiß ich nicht, zufälligerweise. Also was ist das jetzt? Sie spielen aber diese Musik, wenn Sie es live spielen, lauter. Richtig. Wissen Sie, in welchem Dezibelbereich Sie da hineinkommen? Keine Ahnung. Aber das ist aber entscheidend für das Gehör von vielen jungen Menschen heute, die bei solcher einer Heavy-Metal-Musik, bei entsprechender Lautstärke Hörschäden davon bekommen. Die kritische Grenze ist 85 Dezibel. Ein solches Rockkonzert hat mindestens 120 Dezibel. Oder noch mehr. Und da hat es seine Probleme auf das Innenohr. Es gibt irreversible Schädigungen, oft auch durch kurze solche Impulse. Ein Beispiel nur, wenn die Concorde startet, dann entwickelt sie eine Lautstärke von 120, klar, 126 Dezibel. Aber Sie haben noch keine Gehörprobleme. Spielen Sie mit Gehörschutz? Sie spielen mit Gehörschutz. Also das ist aber notwendig. Ja, ich meine, auf der Bühne ist die Musik noch ein bisschen lauter. Also, raus. Ja, und die Zuhörer haben auch einen Gehörschutz. Ja, die Sanitäter, das habe ich gesehen. Aber die sollen ja auch entsprechend durch die Lautstärke. Herr Weiß, spielen Sie auch mit Opus? Nein, das brauche ich nicht. Aber Sie hören noch gut. Ich höre ganz gut noch, ja. Ah, schön. Also warum, sagen Sie mir eins, warum muss das denn diese höllische, satanische Lautstärke haben? Geht das leiser nicht? Ja, das ist schon wieder demagogisch. Nein, es ist natürlich wichtig, dass Rockmusik, speziell Gitarrenmusik, laut ist, sonst wirkt sie einfach nicht. Man muss sie auch körperlich spüren, vor allen Dingen die Bässe. Das ist ja das, was Herr Dr. Windecker sagt, ne? Ja, natürlich, das gehört dazu. Das ist eben eine Sache, die auch zu diesem gemeinsamen Erlebnis führt, dass man das abfährt. Aber die körperliche Ebene dieser Vibration. Körperliche Ebene ist sehr wichtig dabei. Das ist aber, vor allen Dingen bei das Konzerten. Ist aber wiederum eine Manipulation am jungen Menschen, der ausgesetzt wird. Es ist ein sinnlicher Eindruck. Es ist genauso sinnlich wie was zu essen oder was zu trinken oder sich einen Film anzusehen. Es ist einfach eine Sache. Das ist aber zweierlei. Ich kann etwas essen, da kann ich mich entscheiden. Wenn ich aber zu einem Rockkonzert gehe, natürlich will ich das. Wir haben noch nie jemandem verboten, rauszugehen. Wirklich nicht. Wer es nicht aushält. Ja, die Frage ist, ob die jungen Leute dann noch fähig sind, überhaupt rauszugehen. Ja, also was Sie da sagen, ist wirklich Demagogie. Ich unterstelle mal den meisten Leuten hier in diesem Studio, dass sie schon mal beim Rockkonzert waren. Ich meine, die Frage, welche Art von Rockmusik? Aber ich meine, die Frage kann, glaube ich, jeder für sich selbst beantworten, ob er sich da als bewusstlose Triebmaschine gefühlt hat oder was er dabei empfunden hat. Ne? Denn das ist ja das, was Sie sagen. Da gibt es ja, Sie sagen irgendwie, Leute sind nicht mehr in der Lage, ja, wahrscheinlich ihren eigenen Namen zu buchstabieren, geschweige denn die freie Entscheidung zu treffen, ob ihnen das gefällt oder nicht. Und wissen beim besten Willen, Das ist doch einfach erwiesen. Nein, auch wenn Sie das sagen, beim besten Willen, also ich meine, ich will Ihnen wirklich nicht unterstellen, dass Sie es nicht irgendwo gut meinen, aber dass das völliger Schwachsinn ist. Das ist natürlich dann auch der. Ja, ich möchte Ihnen dazu Folgendes sagen. Es ist klar, dass das Anhören einer Rockplatte oder das Anhören oder das Dabeisein bei einem Rockfestival, das wird Sie nicht umhauen. Wir reden heute auf der einen Seite auch von Umweltverschmutzung. Ein Auto macht noch keine Umweltverschmutzung. Eine Spraydose mit FCKW macht noch kein Ozon noch. Aber die Summe über viele Jahre macht diese Problematik. Und die Summe über viele Jahre, wo ein junger Mensch diese Musik ständig konsumiert und dann diese Wirkungen verspürt in sich und diese unterbewussten Aktionen, diese unterbewussten, unterschwelligen Einflüsse aufnimmt, der wird nicht mehr fähig sein, nach Jahren zu sagen, aus einer objektiven Sicht heraus, das ist Rockmusik. Ja, Herr Seelmeier, in Ihrem Verband, ich meine, Sie haben 3700 Gruppen oder so, unter Vertrag und 86 Vereine. Reden Sie da über das, was Sie mit den Jugendlichen so anrichten? Nö. Das ist auch gar nicht das Thema. Nein, das ist auch nicht das Thema. Ich hätte gerne eine spezielle Frage an Sie. Es gibt in der Bundesrepublik mehrere hunderttausend aktive Rockmusiker. Und zwar alle stilistische Bereiche. Vom Jazzrock, vom Folkrock bis zum Heavy Metal. Und womit ich bei Ihnen nicht klarkomme, ist Ihre enorme Einseitigkeit.
Sie picken sich da so ein paar bestimmte schwierige Kapellen raus und sagen dann pauschal, die Rockmusik ist gotteslästerlich. Nein, darum geht es nicht. Lassen Sie mich noch mal ausreden. Was sagen Sie denn zum Beispiel zu Songs wie von den Beatles, Across the Universe oder Imagine oder Let It Be? Das sind ja Hymnen, sind das. Oder zum Beispiel All You Need Is Love, das ist eine Friedensbotschaft. Ich glaube, das gefällt ihm auch wieder nicht. Dann gefällt ihm auch nicht. Dazu sagen, unter dieser Absicht, in der dieser Text geschrieben worden ist, nämlich der freien Liebe, ja, wann, mit wem und wo auch immer, kann ich das nicht tolerieren. Also, nein, Sie haben diese Musik, das habe ich jetzt gerade gesagt, Sie haben sie nie gehört. Sie wissen gar nicht, wovon ich rede. Ich weiß sehr wohl, wovon Sie reden, und die Texte. Und die auch bei den Beatles. Aber Sie haben vorhin gesagt, Texte sind egal, das ist die Musik und der Rhythmus und der Beat. Primär. Unbedingt primär. Wenn Texte so ein Problem sind, Herr Dr. Windecker, na, warum gibt es dann solche. Ich meine, ich habe hier Zitate für Sie. Warten Sie mal, passen Sie mal auf. Hier ein Zitat aus der Bibel. Ja, also Samuel 18, Vers 25 bis 27. Und die Zeit war noch nicht aus, da machte sie David auf und zog hin mit seinen Männern und schlug unter den Philistern 200 Mann. Und David brachte ihre Vorhäute dem König in voller Zahl, dass er des Königs Eidam wurde. Da gab ihm Saul seine Tochter Michael zum Weibe. Also Vorhäute als Brautpreis, was ist denn das? Also da ich denke, da können Sie nicht nun kulturelle Begebenheiten hineinbringen in diese Subkultur der Rockmusik. Ja, wieso denn nicht? Sie sprechen über Texte und hier wird von Vorhäuten gesprochen, die abgeschlagen werden. Weil das so gemacht worden ist. Und wir machen heute Rockmusik. Gemacht. Also wo ist der Unterschied? Damals gab es das, heute gibt es Rockmusik. Wo ist der Unterschied? Sie können das nicht in einen Topf werfen. Sie können nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wenn Sie etwas vergleichen wollen von der Bibel her, dann müssen Sie sagen, wo Elia auf dem Berg Karmel ist und das Volk drumherum stand und diese 450 Baalspriester nun herumtanzten in diesem Rockmusik-Rhythmus vielleicht bis zur Ekstase, um nun das Feuer von ihrem Gott herabzurufen. Gut, Herr Dr. Windecker, bevor wir bei der Bibel weitermachen, möchte ich Ihnen noch das Ergebnis unserer Umfrage zur Kenntnis geben. Ja, wir hatten gefragt, können Sie sich ein Leben ohne Rockmusik vorstellen? Mit Ja haben geantwortet 33,6, mit Nein 66,4%. Das spricht für diese These oder für diese Aussage, dass Menschen, die lange Jahre Rockmusik gehört haben, gar nicht mehr ohne Rockmusik auskommen. Dass sie so manipuliert sind. Ja, was ist mit den anderen? Sie haben auch gesagt, dass es überall Rockmusik gibt. Was ist denn mit diesen 33,6%? Sind die noch nicht infiltriert genug? Das ist möglich, ja. Das ist möglich? Das müsste man ja nachprüfen. Ja. Haben Sie es auf die abgesehen, Herr Arbeit? Diese 33,6%, wie kriegen Sie die denn noch rum? Ja, da müssen wir uns noch eine Menge Mühe geben. Ich sehe das schon, ja. Herr Renner, wir müssen ran. Ja, Sie denken wieder ans Geld, ne? Ja, ich bin Kaufmann. Ich meine, das Geld. Herr Anders. Eine zusätzliche oder abschließende Frage an den Herrn Doktor. Jetzt mal, haben Sie schon mal daran gedacht, sich irgendwie behandeln zu lassen? Also, Da gibt es Hilfe ja, ich kann Ihnen sagen, ich kann Ihnen das sicher zusagen, wenn Sie mit Ihren Problemen, die Sie hinter sich haben und woraus Sie noch nicht ganz gekommen sind, wenn Sie sich hier vertrauensvoll an mich wenden wollen, ich stehe Ihnen gern zur Verfügung. Gut, also, meine Damen und Herren, bevor wir hier jetzt ohne Unterbrechung gleich weitermachen, wollen wir noch einmal, dass Sie mit uns abstimmen. Sie haben jetzt so ein paar Beispiele gesehen und Experten gehört, auch die hier stehen. Glauben Sie, diese These stimmt? Rockmusik ist Teufelswerk. Wenn Sie dieser Überzeugung sind, wählen Sie bitte die Telefonnummer 01370041. Wenn Sie glauben, diese These stimmt nicht, dann wählen Sie bitte die Telefonnummer 01370042. Wie gesagt, es geht ohne Unterbrechung weiter. Und bevor wir wissen, was Sie meinen, möchte ich Ihnen jetzt einen Wissenschaftler vorstellen, der die ganze Sache etwas cool angegangen ist. Herr Altrogge, Sie haben 700 Videoclips analysiert. Ist das gefährlich? Wir haben nicht 700 Videoclips analysiert, wir haben über 700 Schüler befragt. Aha, gut. Und sind die gefährdet? Ja, das kommt darauf an, wie Sie die Gefährdung fassen. In dem Sinne konnten wir das nicht feststellen. Allerdings sind wir so weit gar nicht gegangen. Denn wir hatten das Pech, dass bei unserem Auftrag, wo wir auch nachfragen sollten, was da an Satanismus und an sonstigen obskuren Dingen passiert, in den Heavy-Metal-Clips überhaupt nicht zu sehen war auf dem offiziellen Programm. Das war das erste Problem, was wir erstmal bei der Erhebung haben. Die zweite Frage war dann, was ist eigentlich mit den gewaltleitenden Aspekten? Also es wird ja weit verbreitet, dass angeblich Heavy-Metal-Clips also gewaltbefördernd sind oder dass auch sexuell
abwegige Darstellungen da wären, die dann entsprechendes Verhalten wiederum provozieren würden. So wäre ja Ihre These. Und daraufhin haben wir gesagt, na, schauen wir doch erstmal nach, was die Schüler eigentlich damit anfangen. Also was machen die, wenn die sowas gucken und wie nehmen sie es wahr? Das heißt, wir haben mal befragt, was ist dir aufgefallen, was fandst du gut, was fandst du schlecht? Und haben dann festgestellt, dass die genau das machen, was jeder Krimi sehr wahrscheinlich auch tut. Die finden die Sache spannend, die finden auch bestimmte Bilder interessant, aber wenn da eine Story ist, also eine Story, die in eine bestimmte Gewalttätigkeit endet, dann wissen sie, die dazu belassen und auch zu beurteilen. Also moralisch, ne, es ist halt schlecht ausgegangen, aber deswegen akzeptieren sie noch nicht diese Handlung und es hat insofern auch keinen handlungsleitenden Aspekt. Das ist die eine Sache. Die zweite kleine Geschichte, wir haben Alice Cooper mal getestet und Alice Cooper wird ja von manchen sehr, sehr übel angesehen, weil er angeblich böse Dinge anrichtet. Und haben mal gesagt, auf was achten die eigentlich? Achten die auf Alice Cooper oder auf was achten die sonst? Und dann sind in diesem einen Videoclip noch so leicht bekleidete Damen zu sehen. Und das der Witz war, dass die Mädchen diesen Clip besonders gut fanden. Das hat uns sehr überrascht. Mhm. War, auf dem Band, war auch irgendwas von Creator darunter? Da war auch was von Creator darunter. Wie hat man denn darauf reagiert? Moment, die Pointe für Sie, was die Mädchen toll fanden, waren die Sachen, die die Darstellerinnen anhatten. Von Alice Cooper war gar nicht die Rede. Auf Creator haben die Schüler sehr negativ reagiert, was uns auch sehr verwundert hat. Also gerade diese Musik, die vom Teufel ist, wie Sie denken, hat eine bestimmte Reaktion ausgelöst, indem sie gesagt haben, na, schwule, langhaarige, verdrogte, denen mal die Haare geschnitten gehören. Und wir waren eigentlich sehr erschrocken über den Wertkonservatismus, den wir teilweise dort in den Schulen auch gefunden haben. Mhm. Auch in gewisser Weise eine gewisse Intoleranz, die eigentlich sehr gut mit ihrer korrespondiert. Na, aber auf der anderen Seite Wertkonservatismus. Ne? Also Herr Windecker, so ist ja, alles verloren, scheint bei Ihnen noch nicht zu sein. Da sitzen noch ein paar, die Ihrer Meinung sind. Aber ich denke, so ganz so einfach kann man das nicht stehen lassen im Raum, diese Untersuchungen. Dass man nur sagt, was diese Mädchen bewusst oder die Jungs bewusst angeguckt haben. Es gibt Untersuchungen beispielsweise, indem man Formen, bestimmte Formen von Bildern, Figuren für eine Millisekunde, eine tausendstel Sekunde Probanden gezeigt hat, Leuten gezeigt hat und sie haben das nicht erkennen können. Dann aber hat man ihnen hinterher nun verschiedene Figuren vorgelegt, wo auch die bereits abgespulten Figuren drin waren und hat gefragt, welche willst du aus, würdest du auswählen? Und sie haben im Prinzip diese ausgewählt, die sie schon einmal unbewusst gesehen haben. Es sind einfach diese Effekte da, dass es doch in das Unterbewusstsein eingeht und schon einmal Vertrautes wird wieder gewählt. Das ist eine alte Erfahrungssache. Ganz kurz, Alter. Das ist sehr schön, dass Sie das anführen. Da kommen wir nämlich von der Inquisitionsdiskussion zur Wissenschaft zurück, die Sie ja auch immer bemühen. Diese Untersuchungen, die Sie kennen, sind alle nicht wissenschaftsfähig, so wie sie bisher überprüft worden sind. Das gibt es überhaupt nicht. Das ist ein Mythos. Mhm. Zu glauben, dass man hundertstel Sekunden Sachen wahrnehmen können, was Sie maximal wahrnehmen können, sind 2 bis 3 Frames. Einzelne Bilder im Film oder im Fernsehen. Okay. Das ist das Optimum. Herr Altronger, schönen Dank. Also ich meine, Herr Dr. Windecker ist nicht alleine. Es gibt ja auch die katholische Kirche, die so ein bisschen Stimmung macht gegen solche Musik. Und es gibt den Arbeitskreis, den medienpolitischen der CSU. Ja, aber eine Vertreterin da. Frau Rühlemann, Sie sind Lehrerin von Beruf und Sie müssen wissen, was ist. Also was ist die Gefahr an der Rockmusik? Sagen Sie es uns. Sie brauchen es nicht festhalten. Die Gefahr an der Rockmusik ist genau das, was der Herr Dr. Windecker sagt. Einerseits die Gewöhnung. Lass sich nicht aus dem Konzept Vielleicht bringen. Hören sich die Damen und Herren mal etwas objektiv an, wie das in der wissenschaftlichen Diskussion ja sein müsste. Erstens gewöhnt sich die Jugend daran und ist dann unkritisch. Zweitens werden tatsächlich unbewusste Bereiche angesprochen und festgelegt und auch enthemmt. Da gibt es ja von Amerika her schon eine Menge wissenschaftlicher Untersuchungen. Wer steckt denn dahinter, hinter sowas? Glauben Sie, dass es irgendwie gesteuert ist? Ist das die letzte Schlacht des Satans hier auf Erden oder was ist das? So könnte man es natürlich vom Dämonologischen her sagen. Man könnte es aber auch etwas konkreter sagen. Es ist ja ein Bombengeschäft dahinter. Aha. Und das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Das ist sicherlich richtig. Da kommen wir gleich mal zu, Herr Renner. Also ich würde gern, Herr Dr. Windecker, wenn Sie gestatten, zum letzten Mal noch ein Beispiel zeigen von Extra Breit. Für mich sollen rote Rosen regnen. Wollen wir mal reingucken? Bitte. Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, siegen, froh sein, lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will alles oder nichts.
Herr Dr. Windegger. Herr Dr. Windegger, also ich muss da jetzt eindeutig drauf eingehen. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, jetzt, ich könnte mir vorstellen, dass Sie ein bisschen in Schlingern kommen. Da hat Hildegard Knef gesungen, zusammen mit Kai Hawaii. Ist das Teufelswerk? Teufelswerk? Hildegard Knef, eine Dienerin des Teufels? Das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe auch nicht gesagt, dass jetzt die Leute Diener des Teufels sind. Aber sie hat das doch gesungen, sondern, und der Beat war auch dabei. Ja, sondern die Musik ist ein Werk des Teufels, um den Menschen gefangen zu nehmen. Ja, also, was ist denn Hildegard Knef gewesen? Ist sie gefangen vom Teufel? Das ist eine recht attraktive Frau gewesen, die Hildegard Knef. Eine recht attraktive Frau ist sie gewesen. Aber was ist denn da mit der Kirchenmusik? Nein, ganz klar, Moment. Also ich möchte jetzt bitte wissen, was ist denn nur mit diesem Stück? Hildegard Knef ist da, Sie sagen, sie ist keine Satansbraut. Aber die Musik, die nun eingepackt wird, wo nun in diese Musik eingepackt wird, nun dieses Lied oder dieser Inhalt. Aber es geht mir prinzipiell um die Musik als Ganzes, diese Schiene aus. Ja, aber wenn Sie das Ganze betrachten, Herr Dr. Windegger, dann müssen Sie sich doch auch mit diesem Einzelfall beschäftigen. Also Hildegard Knef singt "Für mich soll's rote Rosen regnen". Das ist ja nun nicht irgendwie ein unmoralischer Text. Nein. Also, der Text ist es nicht, aber die Musik. Ist aber jetzt Hildegard Knef mit daran schuld, dass diese restlichen 33,6%, die nicht auf Rockmusik verzichten wollen, auch noch infiziert werden? Nein, ich denke, bei diesem Lied sind es vielleicht 0,1%. Hm. Na gut, auf der anderen Seite... Jetzt bin ich aber beleidigt, echt beleidigt. Auf der anderen Seite, Herr Weih, ich meine, jetzt kommen wir mal zu dem Geschäft. Ist das doch auch ein ziemlich billiger, einfacher Trick. Ne? Sie schnappen sich einen großen Namen und schon rauscht extra breit wieder durch den Blätterwald. Ne? Ja, ist das jetzt ein neues Thema, oder was? Ja, wir kommen dann mal zum Geschäft. Dann könnte ich das mal ausführen. Ja, gerne. Nein, wir haben halt immer ganz gerne Coverversionen gemacht, haben das vorher schon gemacht und haben halt uns diesen Song ausgesucht von ihr und haben ihr den geschickt, weil uns brennend interessiert hat, was sie davon hält. Und dann kam erst diese Zusammenarbeit zustande. Es war also gar nicht unbedingt geplant, mit ihr was zu machen. Aber wir hatten deswegen auch viel Fernsehen und das war uns recht. Das kann ich mir vorstellen. Welche Tricks mussten Sie denn machen, Herr Anders? Zu dieser Dame, die hat was von USA gesagt. Auch in der USA wird alles dem Teufel in die Schuhe geschoben. Und ich habe hier, das kann ich jedem nur empfehlen, das ist ein Magazin 2000, das sollen Sie sich jetzt mal kaufen. Und da wird bewiesen, sogar AIDS, haben Sie gesagt, ist vom Teufel erzeugt. Das ist ein anderes Thema. Aber ich habe hier bewiesen, dass es eine menschgemachte Krankheit ist, die dann praktisch in da Leute kommen wir vielleicht mal in eine andere wurde. Sendung zu. Und es gibt auch eine Heilung dafür. Das möchte ich auch noch erwähnen. Die These von den Windegger ist irgendwie so alt, wie es Musik gibt. Und das ist irgendwie heute leider auch gar nicht gekommen. Es gibt irgendwie schon Quellen, Clemens von Alexandria 140-216, der Musik in der Kirche verbieten wollte, wegen des sinnlichen Reizes und der Fähigkeit zur Erregung von Emotionen. Es hat gegeben Riesenproteste auch schon gegen den Walzer. Der alte Strauß wurde höllisch angegriffen für seine europaweiten Tourneen. Wagner war dann ein wichtiger Kontrahent. Es hat Jazz, da sind ihre Vorläufer, die Nazis, sehr aktiv gewesen, haben es als entartete Kunst verboten. Und in den 50er Jahren auch... Jazz liegt ja in der Linie der Rockmusik. Das sagt er ja. Gut, also ich bin Ihnen noch ein Ergebnis schuldig, Herr Dr. Windegger. Ich bin dieses Ergebnis schuldig, sonst kriege ich mächtig einen auf die Mütze. Also wir hatten gefragt, ist Musik, Rockmusik, Teufelswerk? 29,3% sagen ja, 70,7% sagen nein. Also ich meine... Sie können auf jeden Fall nochmal sicher gehen. Gehen Sie jetzt einfach nicht tanzen, sondern bleiben Sie ruhig sitzen. Das hat einen Vorteil, denn Sie können spannende 40 Minuten erleben. Die tödliche Macht, der Mafia-Report, Sie sollten das nicht verpassen. Sie wissen, was Sie organisiertes Verbrechen angeht. Außerdem sehen wir uns natürlich wieder am kommenden Dienstag beim heißen Stuhl, 22:15 Uhr. Bis dann.